Misch den Hai bei der Domain Viticol Mehlen, das ist ja richtig. Nee, Viticol, nee! Nein, c'est die Viti Viticol de l'État. On a fait, Lass die Viti Viti Viti. Nein, c'est Viti Vinicol. Misch den Hai beim Domain Viti Vinicol vom Staat. Und wir haben gerade gute Federweiße gemacht, weil das ist ja gerade Zeit. Was habt ihr dann so zu verraten und die Leute, die den Federweißen noch nicht gemacht haben? Also für die, die noch nicht gemacht haben, muss ich sagen, der Federweißen ist etwas wie ein Medizin. Die hat viel, ganz viel Vitamin B dran, das ist gesund für die Haut, gut für die Haut. Und natürlich ist es auch gut verdauen. Natürlich muss ich noch passen, wie viel ihn trinkt. Natürlich ist es nicht so vernünftig in Alkohol. Ich soll immer das mit Pfirsich genießen, dann aus der Federweißen eine Medizin besser hätte, den Herrgott sonst können verschreiben. Okay. Wie lange kann ich den guten Federweißen noch genießen? Der Federweißen, das muss er wissen, das ist ein Etappe am Wein. All Wein geht durch den Federweißen, natürlich der Wein fängt uns gären. Das ist das Jus, da geht das Federweißen und da geht das Wein. Das Federweißen ist eine Zeit, so man muss von einem Mond unabhängig vom Wein oder von der Rauf, wo man trinkt, nicht mehr kurzfristig zu kriegen. Am besten schmeckt man beim Rivaner, das ist so mal 2 Wochen, dann ist das Federweißen Zeit im River. Okay, aber wie lange braucht der Federweißen, bis das so gut ist? Also wie lange, also hast du überhaupt das Jahr? Gut, besser wie die Jahre für drin? Oder? Der Federweißen ist immer gut, weil es ein relativ seichtes Produkt ist. Mhm. Und je seichter das, was die Leute das Leben haben, braucht so man Vandalierse gibt, 5-6 Tage, bis das gut ist als Federweißen. Und dann hält sich nach 4-5 Tage schon noch. Und solange es das schmerzende Leute, wenn du fängst, sauer Rabatte zu gehen, dann trinkt keiner mehr. Okay. Man ist schon lo nach einem guten Streiwein versprochen. Das ist scheinbar ein Wein für Damen. Was ist dann da so speziell drin? Der Streiwein ist ein Wein, den ist extrem süß. Der geht handgelesen, wie viel Wein auf der Mosel. Und da gehen die gut drauf, gehen auf Streie Matten oder auf Matten gelöscht. Und dann gehen sie so gedröschen, dass es quasi Korinthe gehen, dass das Wasser verdunst, den Zucker konzentriert sich, das geht der Wein in eine hohe Zuckerqualität hat und da geht natürlich der Wein vergärt. Das ist ein likörhafter Wein. Aber mir so nicht mehr, der gefällt den Damen, weil Damen ja mehr auf zwei Sachen stehen wie auf Butter-Sachen. Aber das ist auch nicht, ich kann den Lomo schmachen und dann so ein Merci und dann sehen wir uns für nächstes Jahr für die nächste Weinlese. Ich hoffe.